Hallo und herzlich willkommen zum allerersten Let's Play von Contract Wars, ein Free-to-Play-Shooter, denke ich mal, ja. Also es ist auf jeden Fall ein Shooter, aber ein ziemlich guter, wie ich zumindest finde. Ich habe schon einiges gespielt und ich will jetzt erstmal ein bisschen was dazu erklären und zeigen. Wer darauf keine Lust hat, kann unten höchstwahrscheinlich irgendwo auf Überspringen klicken. Und ja, es werden einige Gameplays folgen von allen möglichen Waffen, die man hier sehen kann in den verschiedenen ja, Seiten. Es gibt natürlich hier einmal diese Settings und so weiter und so fort. Das ist nicht wirklich wichtig. Einfach nur Game List Browser. Dann gibt es hier die verschiedenen Waffen. Die werde ich euch jetzt mal eben kurz zeigen. Und zwar kann man die nacheinander freischalten. Zuerst ist man logischerweise Level 1, denke ich. Oder Level 0, weiß ich nicht mehr genau. Dann hat man diese ganzen Waffen hier, die man in einem Stück freischalten kann. Dafür braucht man natürlich die Credits, die man nach jeder Runde genügend, wie ich finde, verdient. Und sobald man Level 10 ist, kriegt man die nächste Seite freigeschaltet. Und Level 20 diese hier, Level 30 die hier und das hier werden Level 40. Man kann sich die hier alle möglich kaufen. Bis auf diese hier, denn das sind VIP-Waffen, die kann man sich nur mit den goldenen GP-Punkten kaufen. Das habe ich bis jetzt noch gar nicht gemacht, bis auf die hier, denn die GP-Punkte kann man gewinnen. Denn jeden Tag gibt es beim Roulette zwei Versuche. Und man kann hier alles Mögliche gewinnen. Und natürlich auch nichts, aber hier, umso ein höheres Level man bekommt, desto mehr kann man gewinnen, zum Beispiel sowas hier. Dann gibt es ebenfalls noch die SP-Punkte. Die sieht man dann hier, davon habe ich noch einige über. Die kann man in verschiedene Skills investieren. Zum Beispiel beim Scout, Assault oder Destroyer, Sniper oder Gunsmith. Da sind halt eben die Kosten immer angegeben. Manchmal muss man auch Credits oder ähnliches dazu bezahlen oder auch GP-Punkte. Ich weiß nicht, ob ich hier irgendwo, zum Beispiel das hier, die sind meistens sind aber auch ziemlich teuer, die letzten. Damit kann man zum Beispiel hier Granaten freischalten, was ich schon gemacht habe. Man kann sich natürlich auch hier beim ersten etwas leihen. Also es ist natürlich nur vorübergehend. Zum Beispiel sowas hier, Unlock, kann man hier für ein paar Tage mieten oder leihen, wie auch immer. Das sind dann halt so Fähigkeiten, die bleiben auch für immer. Dafür braucht man diese SP-Punkte. Die sind ziemlich nützlich, aber im Moment weiß ich noch nicht, wofür ich es investieren soll. Ich gucke einfach dann später mal. Denn Summary ist nicht wirklich wichtig, da sieht man einfach nur den Verlauf. Ich bin jetzt schon Level 33. Das Let's Play kommt jetzt ein bisschen später als die ganzen Gameplays, die ich schon aufgenommen habe. Denn die werden später auch noch kommen. Zum Beispiel sieht man hier ja alles Mögliche. Rating ist auch unwichtig. Achievements, die sind eigentlich auch ziemlich gut, denn hier kann man einiges erreichen. Zum Beispiel, ja, man verdient auf jeden Fall Credits, wie man oben sehen kann noch. Sind auch zum Beispiel, je nachdem wie tief man geht, hier sind das sogar ziemlich viele, das ist jetzt aber auch das meiste. Zu den Pro-Kills und Multi-Kills und alles wirklich komme ich später noch. Contracts, das ist auch eine ganz besondere Sache. Und zwar sind hier jeden Tag irgendwelche Contracts, wovon ich im Moment keine mehr erfüllen kann, weil, ja, ich kümmere mich da im Moment nicht ganz so drum. Zum Beispiel Make 5 Rage-Kills und so weiter und so fort, das werde ich natürlich auch noch erklären, was das alles ist. Es gibt verschiedene Game-Modes und alles mögliche Statistiken, die sind auch nicht wichtig. Und die Kläne, die, naja, kann man halt selbst erstellen, sind aber ziemlich teuer. Zu den Waffen, ich habe mir schon einige gekauft. Dann gibt es hier natürlich noch die W-Tasks. Das heißt, das sind immer verschiedene, ja, wie kann man dazu sagen, Sachen, die man auch unlocken kann. Also, sprich, man muss zum Beispiel, was war denn hier so zum Beispiel Aufgabe? 45 Kills machen mit der ersten Waffe. Das ist noch ziemlich einfach, aber später kommt dann halt sowas dazu. 125 Headshots oder, ja, keine Ahnung, 200 Longshots. Dazu werde ich natürlich auch noch alles kommen, was es ist. Heute möchte ich mal mit, ich spiele einfach mal mit, mal gucken, mit dieser Waffe hier. Ich werde die jetzt erstmal unattached spielen. Also mal gucken, was die sonst so kann. Die habe ich bis jetzt noch nicht allzu viel gespielt. Pistolen gibt es natürlich auch einige, dann nehme ich jetzt einfach mal den Revolver mit, den ich mir früher gekauft habe. Und sonst kann man sich hier Kits freischalten, aber die sind auch nicht wirklich wichtig. Das heißt also zum Beispiel, dass man im Spiel seine Waffen wechseln kann. Und sonst würde ich sagen, sehen wir uns, falls ich nichts vergessen habe. Ich gucke nochmal eben kurz. Ja, okay, ich müsste jetzt eigentlich nichts vergessen haben. Sonst sehen wir uns also gleich im Gameplay wieder. Also bis gleich. So, damit auch hallo und herzlich willkommen in-game zu dem Spiel. Hier sieht man auch das Spiel, was ich gerade eben gespielt habe, einfach nur, um mich nochmal warm zu machen. Und damit fangen wir jetzt schon an. Wir spielen gerade auf Day 7, eine Map, die ich sehr mag, was man wahrscheinlich auch noch in den Gameplays irgendwann später sehen wird.
mit der MP5K. Und da ist auch schon der erste Gegner. Das nennt man Headshot. Das war jetzt eher so ein bisschen Glückssache. Schnell auf die zweite Waffe gewechselt. Den haben wir nicht mal gekillt. Oh. Jetzt haben wir natürlich ein Problem, weil wir nachladen müssen. Das nennt man Revolver. Und ja, allgemein gefällt mir das Spiel ziemlich gut. War auch wieder ein Headshot. Die sind im Übrigen nicht mit Absicht, sondern die passieren aus Versehen. Also, was heißt aus Versehen? Glücklicherweise. Und das sind. Oh, das ist jetzt ein bisschen unpraktisch gewesen. Und das passiert, wenn wir sterben. Wir sind logischerweise tot. Bester Satz ever. Auf jeden Fall, das Spiel gefällt mir. Na, jetzt sage ich das schon zum zweiten Mal. Es gibt solche und solche Leute. Also, es gibt halt eben Leute, die spielen mit Shotguns. Das nennt man noobig. Weil Shotguns sind hier so ziemlich die besten Waffen, die es gibt. Okay, da hatte ich einen Lag. Ja, Saiga ist ebenfalls ein Shotgun, logischerweise. Alter, wo bin ich? Da. Und ja. In dem Spiel muss man nicht so oft anvisieren, höchstens auf der allergrößten Distanz, aber das passiert ja schon nicht ganz so oft. Ich spiele gerade die unattached Waffe. Der jetzt zum Beispiel hat eine Shotgun. Allgemein bin ich gerade auf dem Server, wo ziemlich viele Shotgun-Noobs sind. Solche Shotguns sind auch ziemlich heftig. Also diese, wie heißen die Shotguns denn? MP103 oder irgendwie sowas. Das sind echt noch die heftigsten. Granaten habe ich natürlich auch mit dabei. Das wird jetzt ein Double Kill hoffentlich. Nein, wird's nicht. Okay. Naja. Und es gibt halt eben sehr viele verschiedene Waffen, sehr viele verschiedene Maps. Wir spielen gerade Deathmatch, also vom Modus her, weil ich Deathmatch ziemlich mag. Da war doch gerade jemand, oder nicht? Ja. Ja, campen mit der Shotgun. Jetzt kommen wir erstmal zu den verschiedenen Formen, die es gibt. Okay, jetzt wurde ich von der Granaten gekillt. Und zwar gibt es natürlich die ganzen normalen Kills. Das passiert einfach, egal wenn man jemanden tötet, immer. Dann gibt es die, okay, Grenade Kills zum Beispiel, wie man jetzt gerade gesehen hat. Sonst gibt es noch die Long Shots, also Headshots erstmal. Headshots sind ganz normale Kopftreffer im Nahkampf, so unterhalb von 20 Metern. Dann gibt es natürlich noch Long Shots. Das sind Headshots von einer Reichweite über 20 Metern. Das sind dann meistens, ja, so. Ja, genau. Das war jetzt nur ein normaler Kill, also kein Headshot. Also in dem Fall kein Longshot. Oh, fuck. Dann gibt es noch Double Kills natürlich. Das passiert, wenn man innerhalb kürzester Zeit zwei Kills auf einmal macht. Ich weiß nicht unbedingt, ob ich das in dieser Folge noch einmal zeigen kann. Das passiert mir auch nicht allzu oft. Oh, jetzt campt er da hinten. Das war gerade im Übrigen ein Sonar. Davon gibt es zwei Unterstützungen. Und zwar bei einer Killstreak, die man unten links unterhalb der Minimap sieht. Gibt es eine Killstreak von 4 Kills, dann nennt man das. Also dann hat man automatisch ein Sonar. Das kann man werfen mit der Taste 3 oder benutzen mit der Taste 3. Ja, okay, das war eigentlich klar. Bei einer Killstreak von 5 nennt man das. Was war das nochmal? Rage Kill. Da gibt es noch verschiedene Arten, und zwar bei einem Killstreak von 10 ist es ein Stormkill, der ist schon ziemlich schwer zu erreichen, und dann gibt es noch einen Pro-Kill. Da habe ich bis jetzt ein einziges Mal. Oh fuck. Ja. Wieder mal schon eine Shotgun. Dann gibt es noch einen Stormkill. Ne, Stormkill hatte ich. Pro-Kill. Und zwar innerhalb. Ja, eine 20er KD. Also 20 Killstreak eher gesagt. Und das ist ziemlich schwer zu erreichen. Oh, okay. Und ja, dann gibt es noch Quad Kills. Also, ja, Double Kills, Triple Kills. Lässt sich eigentlich alles selbst erklären. Triple Kills, drei Kills am Stück. Und dann noch Quad Kills. Quad Kills sind vier Kills am Stück. Auch wenn ich nicht weiß, wie man sowas schaffen sollte, weil das habe ich auch bis jetzt noch nie geschafft. Dafür bräuchte man erstmal eine Waffe mit ziemlich viel Munition. Ist er da hinten immer noch? Hier ist er. Okay, dann kriegt man da auch echt nicht weg. Ist natürlich blöd, wenn ich jetzt hier spawne. Jetzt eben kurz mal ein bisschen warten. Okay, vielleicht auch nicht. Ja. Okay, komm.
Der hätte ich eventuell anvisieren sollen. Der wird aber gleich nochmal, oder? Auf jeden Fall bei 5 Kills halt eben ein Rage-Kill. Bei 6 Kills kriegt man ein Visier. Aha, komm. Den kriegt man da nicht weg. Bei 5 Kill, bei 6 Kills kriegt man. Was sage ich denn da? Ich bin gerade ein bisschen verwirrt, tut mir leid. Bei 5. Ne, bei 6 Kills kriegt man ein Mortar Strike. Oh, ja, so. Und ja, sonst gibt es glaube ich keine anderen Arten mehr. Die werden einem wahrscheinlich noch öfters begegnen, diese ganzen Killstreak-Sachen. Abwehreinschuss ist natürlich nicht ganz so praktisch. Ja, was kann ich sonst noch dazu sagen? Die verschiedenen Waffen, die haben natürlich auch verschiedene Feuermodis. Zum Beispiel, letztens habe ich mir jetzt eine Waffe gekauft für 40.000 Credits. Und da war ich noch zuerst ein bisschen am Überlegen. Weil die macht ziemlich viel Schaden und das war schon so ein bisschen komisch. Aber in echt ist es so, dass man Tap-Firing machen muss. Das heißt, also man kann auch den Feuermodus im Spiel umstellen, wie man unten rechts sieht. Einzelschuss und Dauerfeuer. Einzelschuss würde ich eher so für Nahkampf, für Distanzkampf nehmen, natürlich. Oh. Das war zum Beispiel ein Headshot. War noch nicht ganz 20 Meter, also über 20 Meter. Und den da hinten kriege ich sowieso nicht, außer eventuell. Nein. Okay, den kriege ich nicht. Also das ist immer das Allerschlimmste, wenn sich jemand so verkämmt, dass man natürlich kaum sieht. Und vor allen Dingen, wenn man immer wieder hier spawnt. Ich werde zuerst wahrscheinlich gleich sterben, aber das gibt's nicht. Ja, wie auch immer. In dem Spiel habe ich irgendwie schon ziemlich oft erlebt, dass ich immer Headshots bekomme. Ich weiß nicht warum, ob irgendwie, keine Ahnung, ob die automatisch ihre Waffe so hoch halten oder ob die einfach nur so viel Glück haben und das ziemlich oft. Ja, okay, und gegen Shotguns kann man allgemein auch auf Distanz sind die. Also die Shotguns sind ziemlich OP und wenn man richtig gut ist, spielt man mit irgendwelchen Sniper-Rifles, weil mit den Waffen irgendwelche Kills zu landen, das ist ziemlich heftig. Ich habe mir letztens eine gekauft, einfach nur mal um zu gucken, wie gut die so ist. Und naja, ich wünschte mir, ich hätte es nicht gemacht. Okay, komm jetzt. Oh lol. Hä, wie ist denn der jetzt gerade gestorben? Ach ey. Nicht schreiben! Alter. Ja, und da habe ich natürlich mit der Granate nicht gerechnet. Naja. Die Runden gehen allgemein immer, ich glaube 12 Minuten müssen das sein. Deswegen sind auch alle Gameplays, die ich gemacht habe, um die 12 Minuten. 12 Minuten 20 oder so. Weil ich noch den die Runde davor, so 5 oder 10 Sekunden mit drauf lasse. Und natürlich noch das Ende. Kennt ihr jetzt schon wieder hinten? Okay, das war jetzt knapp. Jetzt werde ich höchstwahrscheinlich gleich sterben, weil das sind ziemlich viele. Naja. Gucken wir, ob hier schon wieder einer ist. Oh. Na, mit der Waffe möchte ich nicht unbedingt auf Distanz schießen. Ich glaube, jetzt mal ein bisschen mit dem Revolver rum. Aber der trifft schon ziemlich genau, also. Und macht auch ziemlich viel Schaden. Oh. Ja, okay, wie auch immer das passieren konnte. Wahrscheinlich war es der da hinten und nicht der hier vorne. Shotgun. Shotgun. Aha. Naja. Werfen wir da jetzt eine Granate in der Hoffnung, dass sie ungefähr trifft. Oh ja. Ja. Dafür habe ich jetzt natürlich nicht die richtige Waffe, um damit auf Distanz zu gehen. Die ist eher so für den Nahkampf gedacht. Natürlich gibt es ganz, ganz viele Gameplays, die ich auch schon ziemlich zum größten Teil aufgenommen habe. Dass da wieder jemand mit. Okay, damit habe ich jetzt auch nicht gerechnet. Naja, also auf jeden Fall ziemlich cool, ziemlich viele Waffen. Man muss ja. Oh, ja. Und damit sieht man gerade, ich bin Level up geworden, 34. Damit habe ich jetzt auch nicht gerechnet. Ich wette, hier ist wieder ein. Wohl jetzt nicht. Ja. Ziemlich viele Waffen, die man sich einfach so kaufen kann. Das heißt, es ist nicht so welche von diesen Spielen, wo man wirklich
ganz, ganz viel Geld ausgeben muss, damit man auch nur irgendwas schafft. Double Kill? Okay, doch. Okay, diese Folge habe ich wenigstens noch einen Double Kill geschafft. Immerhin etwas. Das war jetzt wirklich nicht ganz so schlau. Aber der trifft irgendwie ja nicht. Der hat nicht mal geschossen. Manchmal sollte ich echt anvisieren, also. Ich weiß nicht warum, aber irgendwie bin ich so. Boah. Okay. Ja, damit habe ich auch so einen Sonar bekommen. Da sieht man jetzt oben links auf der Minimap. Also das bringt einen quasi gar nichts, weil die Minimap ist ziemlich unübersichtlich. Also ich komme mit der irgendwie gar nicht klar. Oh, da hinten campt schon wieder einer. Ich gehe zum Beispiel jetzt auf Single-Fire umstellen. Ja, okay. Vergessen wir das. Auf jeden Fall, aber man bekommt dafür Punkte und irgendwann kriegt man dann natürlich auch ein Achievement dafür. Und das sind zum Beispiel so VIP-Waffen, wie der Typ gerade hatte. Die gewinnt man nämlich ab und zu mal in diesem Roulette, was ich schon vorhin vorgestellt habe. Das ist... Oh, ja. Eine ziemlich coole Waffe. Ich habe auch schon einige gewonnen. Also natürlich gewinnt man die immer nur für ein paar Stunden, so 6 Stunden oder sowas. Da mache ich dann immer so ein paar Gameplays. Und die Runde ist auch schon in 30 Sekunden zu Runden zu Ende. Das heißt, das Video geht so ein paar 15 Minuten oder sowas, denke ich. Den Kill haben wir wenigstens noch und sind gleich danach gestorben. Wahrscheinlich von der Shotgun, ja. Oh. Da wollte ich gerade eine Granate schmeißen. Dann kam mir jemand entgegen. Zum Glück kann man noch schießen. Alter. Ja, da hatte ich jetzt gerade ganz kurz so einen Double Kill in den Augen. Und dann, naja, ist es doch nicht ganz so geworden. Okay, schade. Ja, und das war halt dann die Rende. Das Ende. Oh mein Gott. Das Ende und ja, hier sieht man da halt, ich bin 3. Platz nur geworden, ist eigentlich ganz okay gewesen, Level Up immerhin, ein Rage Kill haben wir erreicht, 2 Granatenkills und ein Double Kill. Hier sieht man nochmal den Besten, der ist auch gerade Level 39, hat so und so viel Credits und XP gemacht, Rage Kill, alles mögliche. Und deswegen würde ich erstmal sagen, war es das von dem Let's Play, es folgen weitere Gameplays und deswegen viel Spaß noch weiterhin, tschüss.